worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Schönen guten Abend, willkommen bei Fellner Live. Bei mir zu Gast ist jetzt die Verteidigungsministerin Claudia Tanner. Schönen guten Abend, Frau Ministerin. Grüß Gott. Frau Ministerin, ich würde gleich starten mit den verheerenden Unwettern, die es vor etwas mehr als einer Woche in Südösterreich, aber auch in Südosteuropa gab. Das Bundesheer war und ist ja im Einsatz, hilft auch bei den Aufräumarbeiten. Wie ist denn die aktuelle Lage vor Ort? Ja, es waren ja furchtbare Bilder, auf der anderen Seite dann aber auch unglaubliche Hilfsbereitschaft, die da war, unter den Menschen. Und natürlich waren es auch unsere Soldatinnen und Soldaten, die sowohl in der Steiermark als auch in Kärnten und in Slowenien im Einsatz waren. Zum einen mit Hubschraubern, Versorgung aus der Luft in Slowenien, unter anderem beim Bau von Fähren und Brücken und so weiter. Wir haben am heutigen Tag aber nach wie vor in beiden Bundesländern noch ungefähr 120 Soldatinnen und Soldaten im Einsatz. Es sind einfach die Aufräumarbeiten in vollem Gang. Aber ansonsten hat sich ja zum Glück eben die Situation beruhigt in den letzten Tagen. Ja, jetzt hatte der Kärntner Landeshauptmann unter anderem auch eine Aufstockung des Katastrophenfonds gefordert. Sie haben ja auch aufgrund des Einsatzes des Bundesheers auch einen Einblick, wie die Lage vor Ort ist. Muss der Katastrophenfonds Ihrer Meinung nach aufgestockt werden? Ja, ich glaube, der Herr Bundeskanzler hat da die richtigen Worte auch gefunden. Der Katastrophenfonds ist ja mit hunderten Millionen Euro gefüllt und sollte eine Aufstockung notwendig sein, dann wird das selbstverständlich passieren. So hat es der Kanzler gesagt. Diese Meinung teile ich, weil man zum jetzigen Zeitpunkt ja auch noch nicht abschätzen kann im Detail, wie viel notwendig sein wird an Hilfe und an Unterstützung. Aber dass die Menschen das dort brauchen, das steht wohl außer Frage. Jetzt ist es ja leider so, muss man sagen, dass diese Extremwetterereignisse sich häufen. Ist das Bundesheer Ihrer Meinung nach für diese Vielzahl, die es ja in letzter Zeit gab an Katastropheneinsätzen, gerüstet oder braucht es hier weitere finanzielle Mittel? Das, was man gesehen hat, ist eben sowohl im Inland als auch im Ausland, dass wir sowohl über die entsprechende Manneskraft als auch über die entsprechende Ausrüstung eben verfügen. Aber dass es da immer noch Aufholbedarf gibt in dem einen oder anderen Bereich, das haben wir in unserem Aufbauplan festgelegt. Wir werden zusätzliche Berge, Fahrzeuge beschaffen. Es ist gerade jetzt wieder einer der neuen Hubschrauber. Insgesamt werden es ja 36 Leonardo sein, auch gelandet. Und gerade anhand dieser Extremsituationen sieht man, wie wichtig jede Investition in das österreichische Bundesheer ist, damit wir eben auch helfen und unterstützen können. Das ist einfach professionellst gemacht worden. An dieser Stelle noch einmal ein ganz großes Dankeschön an alle Soldatinnen und Soldaten, aber auch an alle freiwilligen Helfer der Feuerwehr, von allen anderen Organisationen. Das war schon ein unglaubliches Bild der Solidarität, das wir hier auch gezeigt haben. Dann auch der Solidarität über die Grenzen Österreichs hinweg, eben in Slowenien. Ich war ja da auch immer wieder im Kontakt mit meinem Verteidigungsministerkollegen. Ich würde noch gerne zu einem weiteren Thema kommen, das sehr polarisiert hat in den letzten Monaten. Das ist das Sky Shield. Österreich ist dem Sky Shield ja genauso wie die Schweiz beigetreten. Jetzt gibt es Kritik, insbesondere von der FPÖ, dass das unsere Neutralität untergraben würde. Können Sie das nachvollziehen, diese Kritik? Nein, überhaupt nicht. Und das kann auch kein Verfassungsexperte in Wahrheit nachvollziehen. Eines ist ein Faktum, die Neutralität alleine, die schützt uns nicht. Was uns schützt, ist jede Investition in das österreichische Bundesheer. So wie wir das jetzt in den nächsten Jahren bis 2032 und darüber hinaus auch tun werden mit über 16 Milliarden Euro. Und dieses Schutzschild, es ist ja nichts anderes, ein Schutzschild vor Raketen und Drohnen mit entsprechender Reichweite, das ist unabdingbar notwendig. Notwendig, dass wir dabei sind. Das ist ein zusätzlicher Schutz für die Österreicherinnen und Österreicher. Und ich meine, Sie wissen es ja, auch die Schweiz ist bei der Unterzeichnung eben dieses unverbindlichen, vorerst einmal rechtsunverbindlichen Dokumentes mit dabei, damit wir den Zugang bekommen auch zu den Planungsunterlagen und dann sehen können, wo wir investieren. Dass wir uns vor Raketen und Drohnen schützen müssen, das steht außer Frage. Auch in unserem neuen Aufbauplan bis 2032 sind 2,5 Milliarden allein für diesen Bereich vorgesehen. Ärgert Sie das, dass die FPÖ Ihnen da mehr oder weniger die Schuld dafür gibt, dass Sie die österreichische Neutralität untergraben würden?
Na, ich würde das ganz anders sagen. Das ist ein Sicherheitsrisiko. Kickl ist ein Sicherheitsrisiko, wenn er sich dagegen wehrt, gegen einen zusätzlichen Schutz. Man sieht, wie die Bomben fallen in der Ukraine nach wie vor. Warum sollten nicht am Städten Wien, Bern, Zürich, Berlin auch geschützt sein davor? Also das heißt, Ihrer Meinung nach gab es auch gar keine Alternative, diesem Sky-Shield beizutreten? Es ist jetzt einmal eine Absichtserklärung, dass wir schauen, wo, wie weit sind die Arbeiten vorangeschritten. Und ich sage es ganz offen, ein zusätzlicher Schutz vor den Bedrohungen aus der Luft, der hat keine Alternative. Das ist unsere Aufgabe, die Österreicherinnen und Österreicher zu schützen, ja auch vor Bomben mit größerer Reichweite, vor Raketen mit größerer Reichweite und auch vor Drohnen. Wie geht es denn da mit dem Sky-Shield jetzt eigentlich weiter? Wie ist da jetzt der Fahrplan, insbesondere was eben die Zugehörigkeit zum Österreich jetzt auch betrifft? Jetzt im September findet eine große Konferenz der Air Chiefs statt. Da wird auch unser Air Chief, Brigadier Bromberger, mit dabei sein und erstmalig durch eben die Unterzeichnung dieser Erklärung einen Einblick bekommen in die entsprechenden Planungsdokumente. Da wird man dann genau sehen, wer was schon hat, wer was beschafft und in welchem Bereich wir uns zu einem Zweck einbringen können, nämlich mehr Schutz für die Österreicherinnen und Österreicher. Ich würde noch gerne zu einem weiteren Thema kommen, die Normalitätsdebatte, die hat ja diesen Sommer ein bisschen, muss man sagen, geprägt. Viele sagen auch, es war ein bisschen eine Sommerloch-Debatte. Was ist denn für Sie eigentlich normal? Na ganz ehrlich, da ist wirklich schon alles dazu gesagt worden. Bitte ersparen Sie mir das, beschäftigen wir uns wirklich mit den wichtigen Dingen. Da haben wir bei uns im Ressort so, so vieles zu tun, um eben das österreichische Bundesheer entsprechend modern auch zu machen. Also ich würde wirklich nicht ein Wort verlieren. Okay, aber Ihre Ministerkollegin Caroline Edtschauer hat unter anderem gesagt, Herbert Kickl ist nicht normal, er ist radikal. Sie haben jetzt gesagt, er ist ein Sicherheitsrisiko, aber ist er auch nicht normal? Also das, was er jedenfalls ist, das ist ein Sicherheitsrisiko. Ansonsten, ganz ehrlich, mir ist jede Minute, wo ich mich mit Herbert Kickl beschäftige, da ist mir einfach Schott drum, ganz offen. Ich muss Sie trotzdem noch eine Frage zu Herbert Kickl fragen. Es gab zuletzt immer wieder Beteuerungen, auch von Ihnen, eine Koalition mit Herbert Kickl wird es nicht geben. Wird es eine Koalition oder kann es eine Koalition mit der FPÖ geben, wenn Herbert Kickl nicht in der Regierung sitzt, aber beispielsweise Klubobmann ist? Ich weiß, dass man diese Was-wäre-wenn-Fragen wahnsinnig gerne stellt. Wir sind jetzt ziemlich genau, da haben wir ja noch ein bisschen hin, ein Jahr vor der nächsten Nationalratswahl. Ich sehe überhaupt keinen Grund, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Aber womit wir uns beschäftigen müssen, ist, dass wir das Vertrauen in die eigene Partei, in die Politik generell wiederheben und dass wir dafür sorgen, dass der nächste Bundeskanzler Karl Nehammer heißt. Das ist das, was ich 24/7 tue. Was natürlich nicht unbedingt zum Vertrauen beiträgt, ist diese Verrohung der Sprache. Kann man jetzt die Frage stellen, wer ist schuld daran, aber es fällt schon auf, dass in den letzten Wochen, wahrscheinlich sogar Monaten, der Ton deutlich rauer geworden ist. Viele Beobachter sagen, wir befinden uns eigentlich schon im Vorwahlkampf. Sehen Sie das auch so? Eine Mäßigung der Sprache und ich nehme mich als Erste dann auch selbst an der Nase, die, glaube ich, würde niemandem schaden, gerade in Zeiten, die für die Menschen einfach als unsicher auch empfunden werden vom Krieg. Begonnen über die Inflation, über die Sorge vor dem, was in der Zukunft kommt. Das ist auch eine Aufgabe, die wir in der Politik haben, Optimismus wieder zu geben und Zuversicht auch zu geben. Ich glaube, da haben wir sehr viel Grund. Wir haben unglaublich vieles getan, in den Sicherheitsbereich, den haben wir schon durchbesprochen. Uns vieles gelungen ist und noch gelingen wird, wenn man an die Investitionen ins österreichische Bundesheer denkt. Aber ich glaube, auch in anderen Bereichen, was die Inflation anbelangt, wir haben es geschafft, dass die Kaufkraft durchaus auch noch da ist. Optimismus und Zuversicht wieder zu geben, das muss auch eine der Aufgaben sein, nicht Angst und Schrecken zu verbreiten. In wenigen Wochen starten ja die Schulen wieder. Da gab es auch eine Meldung im Sommer, die bei manchen für ein bisschen, sage ich mal, Stirnrunzeln gesorgt hat, nämlich dass das Bundesheer in den Schulen helfen wird, den Lehrermangel zu kompensieren. Was heißt denn das genau? Werden da jetzt Soldatinnen und Soldaten den Unterricht leiten, die Aufgabe von Lehrern einnehmen? Wie kann man sich das vorstellen? Ich glaube, dass der Begriff der Miliz vielleicht für viele noch nicht so ganz klar ist oder was ein Milizsoldat, eine Milizsoldatin ist. Die haben einen Hauptberuf. Der ist zum Beispiel Musiker.
hat am Konservatorium studiert, vielleicht zusätzlich auch noch eine pädagogische Ausbildung. Dann der Heeresleistungssportler, der eine entsprechende Sportausbildung hat, einer, der Geschichte studiert hat. Alle Milizsoldaten haben irgendeinen Hauptberuf, sei es in der Wirtschaft oder wo auch immer. In der Vergangenheit hat es durchaus viel mehr an Lehrern gegeben, die eben auch Milizsoldaten waren. Und denen wollen wir einfach diese Möglichkeit jetzt geben. Bei uns ist es so, dass das Ende eines Heeresleistungssportlers dann einmal erreicht ist nach 15 Jahren. Jetzt hat er zum Beispiel die entsprechende sportliche Ausbildung, weiß nicht genau, was er nachher macht. Unsere Zeit ist begrenzt, ihm eine entsprechende Perspektive bieten zu können. Aber die Möglichkeit eben, Pädagoge zu werden, die ist dann gegeben. Das ist ja nichts anderes als das, was es in der Vergangenheit auch schon gegeben hat, aber nur mit einer entsprechenden auch Information darüber. Was noch viel wichtiger ist, wir haben es erstmal geschafft, dass in den Lehrplänen auch über die umfassende Landesverteidigung gelehrt werden muss. Wir müssen ja den Kindern und Jugendlichen erklären, was passiert ist, wozu es ein Bundesheer braucht, warum ein junger Mann mit 17, 18 eben zum Bundesheer gehen muss, wie das bei Mädchen ausschaut, welche Möglichkeiten das es auch gibt, welche Aufgaben auch das Bundesheer hat und insbesondere, was es zu verteidigen gilt, dass es nicht selbstverständlich ist, in einer Demokratie zu leben, in Freiheit zu leben, in Sicherheit zu sein. All das wird in Zukunft auch gelehrt werden. Ich glaube, das ist eine Möglichkeit, die tatsächlich für beide Seiten etwas bringt. Wir müssen im Fokus haben, wie wir mit der nächsten Generation, mit den Kindern, mit den Jugendlichen auch umgehen, gerade auf diesem Gebiet. Gibt es da schon Abschätzungen, wie viele Milizsoldaten dann in sozusagen schulischen Betrieb tätig werden könnten? Haben Sie da schon erste Erfahrungswerte? Na, wir haben so eine Einschätzung, dass es durchaus einige aus dem musischen Bereich und aus dem sportlichen Bereich, das ist auch die Hauptzielgruppe eben sein werden, aber eine genaue Zahl kann man dazu noch nicht nennen. Was viel interessanter ist, dass es... Sind das eher ein paar Dutzend oder ein paar Hundert? Ich denke, dass wir uns schon an die 100 bewegen. Wir haben ja allein jetzt, und das wird auch vergessen, über 600 Informationsoffizierinnen und Offiziere, die von der Volksschule beginnend in den Schulen unterwegs sind, um Informationen auch zu geben über das österreichische Bundesheer, über die umfassende Landesverteidigung. Das passiert ja schon. Und in der Vergangenheit, wie gesagt, waren es sehr viel mehr noch an Lehrenden, die eben im Nebenberuf auch Milizsoldaten sind. Das darf man nicht vergessen. Ein Milizsoldat ist kein Berufssoldat. Ja? Wir müssen diese Informationen auch viel mehr nach draußen bringen. Das ist einfach eine zusätzliche Möglichkeit für denjenigen, dessen Karriere bei uns aus irgendeinem Grund beendet ist, oder einem Milizsoldaten, der eben im Hauptberuf ohne dies Geschichte vielleicht unterrichtet oder unterrichten möchte und dort der Experte ist. Apropos Personalmangel, jetzt ist es ja generell so, dass es in unterschiedlichsten Bereichen im öffentlichen Dienst akuten Personalmangel gibt. Über die Lehrer haben wir gerade gesprochen, die Polizei sucht Personal. Wie sieht es denn bei Ihnen im Bundesheer aus? Ganz genau so. Und es ist nicht nur im öffentlichen Dienst so, sondern in Wahrheit in beinahe jeder Branche muss man sich um das Personal kümmern. Daher steht das Jahr 2023 bei uns beim Bundesheer absolut im Fokus Personaloffensive unter dem Motto Mission vorwärts. Wir haben auch neue Dinge ins Leben gerufen. Es gibt den Freiwilligen Grundwehrdienst für Frauen. Wir haben bis jetzt 140 Meldungen bereits von jungen Mädchen. Die ersten sind schon eingerückt, 17 sind schon eingerückt und jetzt beim nächsten Einrückungstermin September, Oktober dürfen wir dann die neuen auch begrüßen. Eines sieht man bei uns schon, dass der Zulauf, wenn neues Gerät da ist, durchaus auch ein größerer wird. Das sehen wir zum Beispiel bei den neuen Hubschraubern, dass hier das Interesse sowohl von den Technikern als auch von den Pilotinnen und Piloten durchaus da ist. Aber es ist eine Herausforderung mit der Pensionierungswelle, vor der wir auch stehen. Wir müssen auch im finanziellen Bereich, aber da ist ja, wie gesagt, das Beamtenministerium hauptzuständig mit Vizekanzler Kogler, da haben wir schon einiges erreicht bei den Unteroffizieren, was die Bezahlung anbelangt. Aber auch da gilt es, neue Wege zu beschreiten und auch bei der Bezahlung durchaus etwas draufzulegen.
Das heißt, es wird eine bessere Bezahlung auch geben? Das ist bereits beschlossen für den Unteroffiziersbereich. Dieses Gesetz hatte das Parlament bereits passiert, aber das kann nur einer der ersten Schritte sein. Es ist ja gerade in Verhandlung auch eine neue Novelle, die das Dienstrecht dann anbelangt. Und wir müssen auch ganz neue Wege beschreiten. Wir haben unsere Militärmedizinstudenten, für die haben wir uns Plätze gesichert, denen bezahlen wir das Studium. Die verpflichten sich auf der anderen Seite dann bei uns, beim österreichischen Bundesheer, zu bleiben. Wir haben im da, wo es ganz schwierig ist, im IKT-Bereich einen eigenen Lehrgang ins Leben gerufen voriges Jahr, wo wir sozusagen unsere Cyberoffiziere dann auch selber ausbilden. Wir bemühen uns auch, Kooperationen zu schaffen, wie jetzt gerade mit der ISPA, wo wir uns im Cyberbereich eben enger auch vernetzt haben, also durchaus auch neue Wege, um Personal auch zu lukrieren. Sie haben jetzt den Cyberbereich angesprochen, der ja eine große Herausforderung ist. Derzeit ist Österreich Ihrer Meinung nach, was Cybersecurity betrifft, wirklich am aktuellsten Stand oder haben wir da Aufholbedarf? Aufholbedarf gibt es überall, wobei wir wirklich sehr, sehr gute Leute in diesem Bereich haben. Wenn man daran denkt, dass in internationalen Wettbewerben oder Übungen, wie es vor kurzem Locked Shield eben war, wir durchaus die vordersten Ränge auch begleiten. Aber auch da haben wir zu investieren, allein 150 Millionen Euro bei uns im Ressort in diesem Bereich und eben zusätzlich das entsprechende Personal auch zu gewinnen, beispielsweise eben mit diesem Lehrgang an der Militärakademie in Wiener Neustadt. Und abschließende Frage noch, kann ich Ihnen nicht ersparen. Wie sieht es denn mit den Abfanggängern jetzt aktuell aus? Wie ist da das weitere Vorgehen? Ja, das ist eine ganz wichtige Frage, weil wir auch, wenn wir ein Schild darüber, ein Schutzschild darüber mit Sky-Shield schaffen werden, dass uns nicht erübrigt, dann auch für die eigene aktive Luftraumüberwachung zu sorgen. Das heißt, wir werden in unsere 15 Eurofighter investieren, was die Nachtidentifikationsfähigkeit anbelangt und auch den Selbstschutz anbelangt. Das ist alles schon auf den Weg gebracht, weil da sind eben diese Investitionen notwendig. Aber wird es neue Abfangjäger geben oder wird man in die bestehenden investieren? In die bestehenden müssen wir auf jeden Fall investieren und das andere wird man dann sehen, wenn sich eine Möglichkeit ergibt. Unser Rüstungsdirektor ist ja in sehr vielen Bereichen auch unterwegs. Wir haben ja auch eine Nachbeschaffung der Jet-Trainer im Auge, die wir in Nachfolge der Saab 105 beschaffen werden. Da ist man gerade am intensiven Arbeiten, das wird man dann sehen, aber die Investition in die Eurofighter ist unabdingbar notwendig. Allein wenn man daran denkt, es war erst letzte Woche wieder ein Komlos, eine Priorität Alpha, das heißt einfach ein Flugzeug, ein ziviles, das keinen Funkkontakt hatte. Die Eurofighter steigen dann eben aus und begleiten das Flugzeug dann über die Grenze Österreichs hinaus und das passiert in etwa 50 bis 60 Mal im Jahr. Es ist notwendig, dass wir eben in unsere Abfangjäger auch investieren. Das heißt aber, die Eurofighter werden nicht nach Indonesien verkauft, was ja zwischenzeitlich mal als Plan irgendwie kolportiert wurde. Es ist noch immer keine Absage da, aber ich glaube, Indonesien hat im Moment auch sozusagen mit anderen Dingen zu tun. Gleich keine offizielle Absage da war, das war ja immer, da muss man nachgehen, eine Anfrage ist da, der Minister war da. Wir haben eine ganz klare Entscheidung dann getroffen, mussten die auch treffen, weil eine Zusage hat es auch nicht gegeben. Daher das notwendige Investment, um eben unseren Luftraum zu schützen, mit der Investition in die Abfangjäger und mit dem darüber liegenden Schutzschild, das wir vor Raketen und Drohnen unabdingbar notwendig brauchen. Frau Minister, vielen Dank für den Besuch im Studio. Ich danke Ihnen. Wir machen eine ganz kurze Werbepause, dann geht es hier gleich weiter mit Fellner Live.